4516 zu 48 Halbzeit-Fazit. Die deutsche Frauennationalmannschaft geht gegen Spanien mit einem schmeichelhaften torlosen Remis in die Pause. Deutschland fand in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht zu seinem in der Ära Rubisch gewohnten Spiel. Der deutsche Auftritt war geprägt von zahlreichen leichten Ballverlusten und Ungenauigkeiten. Dies wussten gut eingestellte, ballsichere Spanierinnen für eigene gefährliche Offensivaktionen zu nutzen. Gleich zweimal scheiterte Amanda Sampedro an der glänzend reagierenden deutschen Torfrau Merle Froms. Erst in der letzten Viertelstunde bekam die Rubischelf mehr Sicherheit und Struktur ins eigene Spiel. Petermann und Meyer verpassten die besten Gelegenheiten. Zudem wurde dem Olympiasieger ein klarer Elfmeter nach Foul an Elsig verwehrt. Alles in allem muss sich das DFB-Team in Abschnitt 2 aber deutlich steigern, um Coach Horst Rubisch ein passendes Abschiedsgeschenk zu machen. 4516 zu 47 nach Ecke von der linken Seite von Debritz kommt Pop zum Kopfball. Im Rückwärtslaufen kann die deutsche Kapitänin die Kugel aber nicht richtig drücken. 4516 zu 46 Schiedsrichterin Olofsson gibt im ersten Durchgang 2 Minuten Nachschlag. 4516 zu 45 offizielle Nachspielzeit Minuten. 24316 zu 43 Jina Magul läuft auf Marta Torichon auf und muss kurz behandelt werden. Es wird aber wohl weitergehen bei der Münchnerin. 4116 zu 41 Magul wird für ein etwas härteres Einsteigen im Mittelfeld ermahnt. Olofsson lässt den gelben Karton noch stecken. 3816 zu 40 Deutschland bekommt einen klaren Strafstoß verwehrt. Nach einer Ecke von links zeigt Lola erneut eine Unsicherheit in der Strafraumbeherrschung. Nach der missglückten Faustabwehr versucht die Keeperin etwas übermotiviert die Situation doch noch zu bereinigen. Am Fünfer-Eck bringt sie die mit aufgerückte Elsig mit beiden Händen eindeutig zu Fall. Schiedsrichterin Olofsson verweigert aber überraschend den fälligen Elfmeter. 3716 zu 38 langsam bekommen die deutschen Angriffe mehr Struktur. Gwyn Siegmeier mit einem Seitenwechsel auf der linken Seite. Die Münchnerinnen steckt in Richtung Grundlinie durch auf Debritz. Deren Hereingabe wird allerdings abgeblockt. 3516 zu 35 die Furia Rocha lässt den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Rubischelf tut sich schwer, das Leder zu erobern. 3316 zu 35 Meyer verschenkt die Riesenchance. Der erste gute Angriff der Gastgeberinnen. Hendrich schickt Gwyn mit einem tollen Steilpass auf dem rechten Flügel. Die Freiburgerin hat viel Platz und legt mit dem ersten Kontakt klug quer auf Meyer. Der Münchnerin versagen aber allein vor dem Tor die Nerven. Statt noch ein paar Meter zu gehen, zieht die Flügelspielerin völlig überhastet aus 18 Metern sofort ab. Mit dem schwachen und zentralen Abschluss hat Lola keine Mühe. 3216 zu 32 die letzten Minuten zeigen, dass die Gäste in der Defensive gerade bei Standards durchaus anfällig sind. Noch wussten die deutschen Damen das allerdings zu selten zu nutzen. 3016 zu 31 Petermann verpasst hauchdünn. Standardspezialistin Simon zieht eine Ecke von rechts mit dem linken Huf zum Tor hin. Am zweiten Pfosten verpasst Petermann die Hereingabe um Zentimeter. Wenn die 24-Jährige da irgendwie an den Ball kommt, steht es aus dem Nichts 1 zu 0 für Deutschland. 2816 zu 28 wieder ist Froms wachsam und klärt nach schönem Steilpass vor der einschussbereiten Alexia. 2616 zu 27 jetzt schlägt Simon eine Ecke von rechts an den ersten Pfosten. Dort verlängert Vicky Losada unfreiwillig in Richtung zweiter Pfosten und macht die Kirsche damit scharf. Doch der Ball rollt an Freund und Feind vorbei ins Tor raus zur nächsten Ecke.
Diese bringt dann nichts ein, 2516:26 Simon bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld nach innen. Dort offeriert Lola den Rubisch-Schützlingen mit einer missglückten Faustabwehr fast die erste Chance. Doch die Innenverteidigung der Spanierinnen kann klären. 2416:24 Jetzt geht es über Gwyn einmal schnell beim deutschen Team. Doch Peter Mann steckt beim schönen Steilpass der Freiburgerin knapp im Abseits. 2216:22 Jetzt versucht sich Spanien einmal über die linke Seite durch zu kombinieren. Doch der Pass von Alexia gerät zu lang und ist damit leichte Beute für Froms. 2016:21 Deutschland muss sich langsam finden. Der Olympiasieger sucht auch nach 20 Minuten noch nach seinem Spielrhythmus und kann sich einzig bei seiner Torfrau bedanken, dass es hier noch 0:0 steht. 1816:19 Nächste Glanztat Froms. Die Furia Rocha bekommt 23 Meter vor dem Tor in halblinker Position einen Freistoß zugesprochen. Amanda Sampedro schlänzt das Leder gefühlvoll mit dem rechten Schlappen über die Mauer. Fums fliegt gut und kratzt die Kirsche mit einer tollen Parade aus dem Winkel. 1616:16 Simon will Pop mit einem langen Ball in den Lauf bedienen. Doch Torfrau Lola hat aufgepasst und ist deutlich zuerst an der Kugel. 1416:15 Die Rubischelf leistet sich in der ersten Viertelstunde zu viele leichte Abspielfehler. So versanden die eigenen Offensivaktionen und Spanien kann immer wieder schnell umschalten. 1116:14 Klasse Parade von Froms. Magul vertändelt im Aufbauspiel im gefährlichen Raum zu leicht den Ball gegen Patri. Die spielt direkt weiter auf Mariona. Die Mittelstürmerin legt schließlich an der Strafraumgrenze quer auf Amanda Sampedro. Die rechte Flügelspielerin bekommt allein vor Froms die Abschlusschance. Doch die deutsche Torfrau eilt schnell aus ihrem Kasten und verkürzt gut den Winkel, so dass Sampedro die Kugel nicht an ihr vorbeibekommt. 1016:10 Die Gäste probieren es in der Anfangsphase immer wieder über rechts. Meier kann die Flanke blocken. 816:10 Jetzt geht es auch bei Spanien im Umschaltspiel schnell. Amanda Sampedro hat auf der rechten Bahn viel Platz, um in den Strafraum vorzustoßen. Doch stattdessen flankt sie aus dem Halbfeld in die Mitte, was völlig misslingt. Doasun hat keine Mühe zu klären. 716:08 fast die erste gefährliche Offensivaktion der deutschen Mannschaft. Debritz antizipiert im Mittelfeld gut einen spanischen Aufbaupass und steckt nach Doppelpass mit Pop gut durch in die Spitze auf die Starthände Gwyn. Doch Marta Cordera hat aufgepasst und ist rechtzeitig dazwischen. 516:05 Die Zuschauer im Steigerwaldstadion sehen in den ersten Minuten eine Abtastphase beider Mannschaften. Noch konnte kein Team gefährlich in Richtung 16er kommen. 416:03 Die Deutschen lassen ihrerseits die Gäste bis kurz vor die Mittellinie in Ruhe aufbauen. Dann schnappt das Mittelfeld Pressing zu. 216:02 Die Spanierinnen laufen in den ersten Momenten sehr hoch an und wollen frühe deutsche Ballverluste im Spielaufbau provozieren. 116:01 Das Spiel läuft. Schiedsrichterin Tess Olofsen hat die Begegnung bei herrlichem Herbstsonnenschein im Erfurter Steigerwaldstadion freigegeben. 15:59 Uhr geleitet wird die Partie von der 30-jährigen Tess Olofsson aus Schweden. 15:55 Uhr Die Mannschaften haben den Rasen betreten. Die Hymnen erklingen im Erfurter Steigerwaldstadion. 15:50 Uhr Die Bilanz der deutschen Mannschaft gegen Spanien ist positiv. In den bisherigen drei Duellen blieb die DFB-Auswahl ungeschlagen, 2 Siege, 1 Remis. Letztmals trafen beide Teams in der Qualifikation zur EM 2013 aufeinander. Im Hinspiel am 24.
November 2011 im spanischen Motril verspielten die DFB-Frauen eine 2:0-Führung durch Tore von Lena Gößling und einem Eigentor von Ruth und spielte nach Gegentreffern von Veronika Brokete und Willi 2:2. Im Rückspiel in Mannheim am 31. März 2012 gewann die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Knight dank eines Viererpacks von Celia Šašić und einem weiteren Treffer von Alexandra Popp 5:0. Das erste Duell beider Teams war ein Testspiel am 24. April 1997 in Lübeck, welches das deutsche Team 6:0 gewann. 15.43 Uhr. Die große Mehrheit der spanischen Spielerinnen spielt in der heimischen Liga. 22 der 24 Nominierten für das Spiel gegen Deutschland sind in Spanien aktiv. Lediglich Celia Jiménez FC Rosengard in Schweden und Virginia Torrella HSC Montpellier verdienen ihr Geld im Ausland. Mit 10 kommen die meisten Spielerinnen vom FC Barcelona, von Atletico Madrid sind 5 Akteurinnen dabei. Schematisch vertraut Trainer Jorge Wilder auf ein 4-3-3-System. 15.36 Uhr. Der heutige Gegner Spanien präsentierte sich zuletzt in glänzender Verfassung. Die Furia Roja ist seit 14 Länderspielen unbesiegt und gewann davon 13 Partien. Unterbrochen wird diese Siegesserie lediglich von einem 0:0 beim Zypern Cup am 2. März gegen Belgien. Die letzte Niederlage gab es beim 1:3 in Frankreich am 18. September 2017. Mit dem 14. Länderspiel in Serie ohne Niederlage bauten die Spanierinnen den Verbandsrekord weiter aus. Zuvor blieb die Spanien maximal in 12 Länderspielen in Folge ungeschlagen. Die letzten 8 Länderspiele gewannen die Spanierinnen allesamt, das ist ebenfalls Verbandsrekord. Dementsprechend hat Deutschland heute eine ordentliche Nuss zu knacken. 15.32 Uhr verzichten muss Rubisch weiter auf Kapitänin Jennifer Marozsán. Die 26-Jährige war zwar angereist und trainierte zwischenzeitlich mit dem Team. Nach ihrer Lungenembolie fühlte sich die Spielmacherin noch nicht fit genug für einen Einsatz in der Nationalmannschaft. Außerdem fehlen Stammtorhüterin Almut Schult und Defensivspielerin Christine Demann. Schult fehlt wegen einer Sprunggelenksverletzung und wird wie bereits am Samstag im Tor von Merle Froms vertreten. Demann muss wegen Kniebeschwerden passen. 15.26 Uhr. Personell nimmt Rubisch gegenüber dem Italien-Spiel 4 Veränderungen vor. Katrin Hendrich, Caroline Simon, Leonie Meyer und Lena Petermann rücken in die erste Elf. Dafür müssen Maximiliane Rall, Felicitas Rauch, Lena Latwein und Svenja Huth erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Schematisch wechselt der 67-Jährige von einer 4-2-3-1-Formation am Samstag zu einem klassischen 4-4-2. 15.21 Uhr. Am vergangenen Samstag gewann das DFB-Team in Osnabrück mit 5:2 gegen Italien. Nach starkem Beginn leisteten sich die Rubisch-Schützlinge Ende der ersten Halbzeit eine Schwächephase und verspielten eine 2:0-Führung. Nach dem Wechsel wurden die Verhältnisse wieder zurechtgerückt und das Spiel souverän mit 5:2 nach Hause gefahren. Die Tore für Deutschland erzielten Lina Magull, Sarah Debritz, Julia Quinn, Lena Petermann und Leonie Meyer, 15.15 Uhr. Die lediglich 8 Monate andauernde Amtszeit von Horst Rubisch hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Das ehemalige Kopfballungeheuer übernahm die Elf in einer prekären Situation in der WM-Qualifikation und schaffte die Quali für das Turnier in Frankreich durch 4 Siege in den letzten 4 Spielen doch noch souverän. Auch die bisherigen 3 Testspiele gewann Deutschland unter Rubisch. Mit 7 Siegen aus 7 Spielen hat er damit einen Startrekord für Trainer und Trainerinnen der DFB-Frauen aufgestellt. So könnte der Altmeister bei einem Sieg heute mit komplett weißer Weste abtreten.
15.08 Uhr. Das heutige Freundschaftsspiel ist eine ganz besondere Begegnung für Trainer Horst Rubisch. Der 67-Jährige wird zum letzten Mal bei den deutschen Damen an der Seitenlinie stehen. Im März übernahm die Allzweckwaffe des DFB das Steuer von Steffi Jones und verabschiedet sich nun erstmal in den Trainerruhestand. Er wird im neuen Jahr von Martina Voss-Tecklenburg beerbt, die als Schweizer Nationaltrainerin mit ihrem Team heute Abend noch in den WM-Playoffs gegen Europameister Niederlande aktiv ist. 15 Uhr Hallo und herzlich willkommen zum letzten Testspiel der deutschen Frauennationalmannschaft im Jahr 2018. Zum Abschied von Trainer Horst Rubisch empfängt das deutsche Team Spanien. Im Erfurter Steigerwaldstadion rollt ab 16 Uhr der Ball.